Meine Damen und Herren, Tanten und Onkels, Cousinen und Cousins, es ist wieder soweit, wir machen eine neue Folge von Teambewertungen, aber dieses Mal eine ganz besondere Folge, denn wir bewerten eure Starter-Teams für EAFC 24. In ein paar Tagen kommt das neue FIFA. Ziel für das heutige Video ist natürlich wie immer, keine grünen Haare zu bekommen. Aber bevor wir ins Video reingehen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst alle 69 Likes da. Genau 69 will ich haben, ja? Ich bin sogar bei dieser heutigen Folge guter Dinge, dass keiner Kuda Zwinze geschickt hat. Also irgendwie wie diese polnische FIFA, Teams für 800 Millionen. Weil das sind so Starter-Teams und viele schicken, glaube ich, ihre Teams hier rein. Und gucken dann bei den anderen nach Inspiration. Deswegen wird keiner mehr so übertreiben und auf die Kacke hauen. Komm, wir gehen in das erste Team rein. Das hat Onkel Mats geschickt. Doppelte Tante im Sturm. Guck, Chen. Es fängt direkt mit Tanten an. Hier haben wir eine Tante mit blauen Haaren und hat auf jeden Fall noch Kratzer im Kopf bekommen. Die soll sehr, sehr krasse Werte haben. Ich kenne die Karte. Die sieht böse aus, hat auf jeden Fall bessere Werte als Ronaldo. Ihre Cousine kenne ich leider nicht. Aber wir fangen mal hinten an. Da haben wir einmal Blaswisch. Okay, wird jetzt nicht der Banger-Torwart sein. Aber Abwehrkette, also Viererkette sieht stabil aus. Einmal Bremen, hat eine brutale Karte. Klostermann ist deutsche Mauer, an den kommt man eh nicht vorbei. Und dann haben wir noch seinen Cousin Raum. Also Viererkette sieht sehr stabil aus. Dann haben wir im Mittelfeld. Einmal Toilette. Ja, kenne ich jetzt nicht, das meinte ich. Es gibt ein paar Tanten, da sagen ihre Werte mir gar nichts. Rabiot sieht auch böse aus, Khulid Gang. Rasse und Kamavingas Schwester. Ich würde mal sagen, guck mal, die Tante ist krass. Kamavingas Schwester sieht auch nicht schlecht aus. Für den Start 8 von 10, Onkel. Kann man machen. Kann man machen. Würde auch nicht so teuer sein, ist realistisch. Den nächsten. Wir lassen uns davon nicht irritieren. Jetzt kommen wir zu Hendrik Willmann. Oh, Onkel Surfer, ja? Fast nur Tanten. Aber oh, viele haben Tanten, ja? Okay, hier ist gut, weil wir sehen direkt die Stats. Das ist gut bei Footman. Also, wir haben, Papa ist 1872 eigentlich schon gewechselt. Ich weiß nicht, warum der noch eine Bayern-Karte hat. Haben wir Delich, der einfach ohne Sinn Pace-Downgrade bekommen hat, als wäre den einfach am Bein abgefallen. Pickard! Ich glaube, Chat, das ist die Tante mit einem Arm, ne? Wo ich jetzt ein Video gemacht habe, wo die Leute gesagt haben, mach mal greedy mit der. Was steht in den Kommentaren, mach mal greedy. Und dann gibt es noch diese Kandidaten, die müssen den Vogel ganz abschießen. Die stellen die einfach ins Tor, ja. Viererkette überzeugt mich jetzt nicht so. Hier die eine Tante, finnische Tante, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Als ZM wäre die okay oder ZDM oder so, aber 80 Tempo ist ein bisschen zu langsam. Dann haben wir hier nochmal Oris Frau, auch nicht das Gelbe vom Ei, also... Ich meine jetzt nicht ihre Frisur, das Gelbe vom Ei, sondern ihre Stats ist ein bisschen zu langsam. Fischflocke sieht aber gut aus. Deblitz kann man auch machen, auch Allrounder Stats. Sieht ein bisschen aus wie mein Onkel, muss ich sagen. Also mein Onkel sieht ungefähr genauso aus. Press sieht ganz okay aus und Cascarino hat Raketenmarsch. Aber die hat, glaube ich, wenn ich richtig liege, hat die 2 Stellen Weakfoot. Das heißt, wenn du mit ihren Weakfoot irgendwie triffst, die kriegt einfach Kreuzverdriss im Gehirn. So, Offensive sieht okay aus. Bruder Mittelfeld ist auch okay. Verteidigung, muss ich sagen, ist ein bisschen cooler als Linze, ja. Ich würde auf jeden Fall Oni rausmachen und Schirles Cousine auch. Danach kann man weiterarbeiten, ist eine 6 von 10. So, wird aber auch teuer sein, weil die wird 50 Spiesen kosten. Die ist ja mit einem Arm, die wird aus Prinzip einfach teuer sein, weil die einen Arm hat und alle wollen mit der Greedy machen und so. Was steht in den Kommentaren, mach mal Greedy. Ja, ich kenne die FIFA-Community, nur deswegen wird die 100% mehr kosten. Ich habe ihn zu meinem Team, vielleicht Goldman, die ist zu teuer, aber sonst... Ey, Junge, Onkel, ich sehe das schon, Mann. Junge, einfach Angela Merkel links Flügel, Bruder. Stell mal vor, Angela Merkel macht einfach Übersteiger und danach macht die Elastico. Danach Finesse, lange Ecke, dein Finish, ja? Ja, warum bin ich im Tor, Onkel? Mach mich doch wenigstens Sturm rein, ja? Ich bin bester Stürmer der Welt. Zack, 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 Alter. Damals, wo ich Vertrag bei Real unterschreiben wollte und sie dann nicht wollte, hat mich jeden Tag angerufen. Problem ist Tintenwalle, habe ich euch immer wieder gesagt. Junge, Jeremy Fragrance, ZDM. Ich mache langen Ball, ich habe Abschuss. Ich mach lang Ball auf Jeremy Fragrance, anstatt dass der Ball annimmt, der wirft mir die aus Savage gegen Kopf. Oh Bruder, was hat das mit Starter-Teams zu tun, ja? Ich muss mich schon wieder beruhigen. Aber chill, Kapi, du hast trainiert, du hast dich mental vorbereitet, es ist ein neues Jahr. Bau dein Selbstbewusstsein auf, befreie dein Geist, spiel dich frei, lass dich nicht stressen, es ist nur ein Fußball-Simulationsspiel. Vertrau mir, dieses Team, sogar Alo Weiran hat grüne Haare. Okay, gucken wir mal. Was ich jetzt hier schon sehe, ist Dreierkette. Deine Verteidigung ist zwar stabil. Guck mal, die drei zusammen haben 9 Beine. Aber ich weiß nicht, Dreierkette ist immer so Risiko. Weißt du, wenn du dich jetzt schon darauf festlegst, kann sein, du gehst damit rutschen. Kann sein auch, ist mies overpowered, aber ich würde erstmal die Butter bei den Fischen lassen. Openda und Simons sind böser Link zum Anfang, glaube ich. Bamba, Samba, Alcaramba. Buba Buba sieht auch nicht schlecht aus, aber hat miese Downgrade bekommen, aber zum Anfang wird man zocken können. Dann Gabi und Mecha. Gabi ist so halbe Hähnchen. Ich weiß nicht, ob der
Weil ein Matcher ist auch nicht so defensiv stabil, ob der dein Mittelfeld so ein bisschen defensiv was drauf hat. Mittelfeld würde ich ändern. Ich würde da so einen Brecher mit einem langen hin machen, damit der schön da die Bälle holt, ja? Habe ich irgendwas verpasst, Chat? Warum schickt die mir jeder eine Wurst? Diese Bratwurst auch noch. Okay, wenn mir irgendwelche Edits schickt, irgendwelche Teams, wo ihr mich aufregt, aber sowas ist ohne Sinn, Bruder. Ihr schickt mir einfach eine Bratwurst. 6 Münzen Starter Team, was sagst du? SC will ich ändern, hast du eine Alternative? Ja, tu Sucuk dahin. Junge, einfach eine Bratwurst. Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich stelle das Video nachts auf, ich mach Teambewertung, ich einfach eine Bratwurst. 80 Stück von Bratwurst. Mal gucken, was er hier hat. Das ist mein Starter Team, sieht etwas unspielbar aus, aber ich möchte ja einfach keine Karte wie Tomori, Saliba und so kaufen, weil die 6 singen. Ja, Onkel, aber dieses Jahr ist vielleicht alles anders. Ich würde mich nicht so auf die letzten Jahre festlegen. Tschüss, ja. Mein Team macht kein Sisschen, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, du hast hier so gute Karten. Raffaello kostet viel. Hernandez wird unnormal viel kosten. Ich weiß nicht, wer diese Price Prediction hier gefreestylt hat. Digga, dann spielst du Baresi. Stell dir mal vor, der spielt gegen diese Tante Smith mit 93 Tempo. Wenn die lossprintet, bis Baresi dahinterherkommt, wenn du auf R2 drückst, der macht erstmal Purzelbaum und Salto. Sein 13 Tempo da. Deswegen, das sind unnötige Coins, genauso wie Xavi. Sonst, die Außenspieler sehen ja stabil aus. Marello wird auch stabil sein. Mbappé ohne LAN-Kabel hier. Hat einfach seine Dings. Baustellenschuhe als Profilbild. Okay, was sehen wir hier? Bruder, und was mit Chemie? Ja? Guck mal, Verteidigung. 11 verschiedene Ligen fast, ja? Was geht ab mit dir? Ja, Chat, ihr müsst nachdenken, damit ihr versteht. Ihr müsst nachdenken, damit ihr versteht. Ich sag nur so und sonst 22 plus Zentimeter, ja? So, das Starterteam erstmal rest. Der Spieler weiß, ich kann es dir aussuchen. Ja, soll ich mir einfach jetzt. Schickst du mir halt das Starterteam oder was? Ich sehe doch hier schon Lücken. Soll ich mir jetzt einfach den Rest selber aussuchen oder was? Kein Torwart, kein IV, Travis Scott. Junge, der macht einfach Travis Scott dahin, Junge. Ich dachte schon mal, spielt der irgend so einen englischen Pflaumenpflücker als Linksverteidiger und dann Tante Scott hier. Der wollte Witz machen, Travis Scott. Dann, was kommt jetzt noch? Horrence. Okay. Hada, Reiten, Koko. Bruder, ja! Wegen dir jetzt fast YouTube-An bekommen, Amanda Jackson. Übertreib doch nicht. Aber auch alles schön und gut. Okay, du hast jetzt Witz. Du hast Capriccio Sony reingelegt. Aber Bruder, was hat Jürgen Klopp und Florian Wirtz Cousine damit zu tun? Erklär mir das bitte. Was haben die beiden damit zu tun? Oder verstehe ich hier irgendwas? Nein, guck ich mir auch gar nicht hier an, Alter. Mein EFC-Starter-Team eigentlich. Ich sehe doch jetzt schon, dass es polnische FIFA ist, ja? Was ist das? Die Maria ist einfach Albaner oder was? Nein, weiter, sowas skippe ich jetzt immer. 250k startet ihn, werde ein bisschen aufladen, denke ich so nach 2-3 Werktagen habe ich. Das wollte statt Hakimi Design und Tante reinmachen. 2-3 Werktage sind wir bei Amazon oder was? Bist du Paketzusteller? Sag mir 2-3. 250k soll das Team kosten? 250k? Von Ginola seine Arschhaare kosten 280k alleine schon. Starter Ding! Startest du mit Mbappés Kreditkarte oder was? Was soll die Scheiße hier? Was ist das, Junge? Lucius hat. Durchgekauter Zehnagel kostet mehr als 250k. Diese Tante Bob Toaster wird 800 Fliesen kosten. Das Ding kostet vielleicht 250 Millionen. Schweinerei von dir, ich mach die Scheiße. Jedes Mal nehme ich einen VGL grüne Haare zu kriegen, ich schaff das nie. Ihr müsst aber auch immer auf die Kacke hauen, ne?